Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Horizon zu der Quest. Stellen Maschinen mit Schocktretern in den Fall. Ich denke, wir machen mal bei der Hauptquest weiter. He? Diesmal. Und da gehen wir zu Fuß. So, wo die Watts uns da leiten. Weil wir sind aufgerüstet. Aufmunitioniert. Kauf einfach das. Energie oder der Lebensbalken ist schon voll, sogar zu voll. Und ich salutiere immer noch vor mir. Das ist schön, so fährt das Spiel schön an. Und hier auf der Seite hat es auch noch Lift, den habe ich noch gar nie gesehen. Wer geht denn die? Die geht dort zur Seite runter. Aber wir wollen ja gerade. Dunkle Geheimnisse der Erde. Nimmt mich Wunder, was dort rauskommt. Erfahren wir auch mehr über Projekt Zero Dawn. Nur weil es ihm nicht gelungen ist, den Sonnenkönig umzubringen, ist er längst nicht. So. So, jetzt verlassen wir das gesicherte Gebiet. Aus Eckel hoffentlich nicht geradeaus ins Verderben. Ja, wird schon schief gehen. Ich denke, da muss ich dann mehr auf ein Schleich und solches Zeug machen. Ich will zwar nur die schauen. Uns fällt immer noch los. Wenn wir jemanden unterwegs einen Händler finden. So. Wenn wir unterwegs einen Händler finden, können wir dann los abkaufen. Und ich sollte es doch da unterwegs haben. Knochiges Fleisch. Aha. Da ist gerade eines. So. Jetzt sind wir mal verkaufen. He? Was wollen wir verkaufen? Rohstoffe. Die tun wir alle verkaufen, die brauche ich nämlich nicht. Ich verkaufe auf die Herz alle. Graserherz, haben wir da noch für Herz? Plündererherz. So. Und dann haben wir nämlich verdammt viel und die gehen alle fort jetzt. So, jetzt gehen wir auf Kaufen, Rohstoffe, Lohe. He? Hier haben wir auch ein bisschen. Hey, die Lohe hier. So. Das sollte länger, he? So.
So, jetzt sollten wir theoretisch können. So. Voilà, und wir gehen weiter. Willst du mich durchleiten? Dann komme ich aber nie nach. Oh, hätte ich vorne sollen. Überall haben. Ja, dann gehen wir halt da raus. Können wir da überhaupt noch raus? Oh, schnell auf der Karte schauen, wo wir sind. Oh, bin ich da die ganze Zeit falsch gelaufen? Nein, ich sage nicht, ich bin die ganze Zeit falsch gelaufen. Habe ich wieder nicht geachtet, wo ich durch muss. So, speichern, dass wir unsere Munition ausgespeichert haben. Ah, nicht so grosser Umweg, tipptopp. Und es geht weiter. Begib dich nach Sonnenfall. Die Tiere haben sie mir, glaube ich, nicht so gern. Dort muss ich eigentlich schleichen. Oh, das wird mir wieder etwas geben. Aber jetzt. Wir freuen uns drauf. Ich freue mich drauf. Komm, Säckle. Hey, Leute. Da bin ich noch nie durch die Schlucht. Es gestern hat nach Graserfurz geschmeckt. Reißt euch zusammen, ihr Mistkerle! Ich mach dich platt! Ja, du hast mich zu überrascht. Du. Das wirst du nicht überleben. Du wirst es nicht überleben. So schnell geht das, hä? Das können wir immer brauchen. Das geht kleben. Das geht auch gut. Speichert haben wir auch. Und weiter gehen wir. Weiteres Wegs. Schön, tut uns auf. Und. Autsch! Ja, autsch, das muss halt durch bei mir. Oh, ich hasse sie, die Viecher. Schaut mal an da vorne. Schau mal, wie sie laufen. Mitten durch muss ich da. Mitten durch. Zum Glück, ich kann da durch. Ich darf da durch schwenken. Hopp. So, die haben wir voll. Sammelwut bricht wieder aus. Sammelwut. So. Kess von diesen Schnappmüllern und Mode dann schauen. Jeder an Land, das ist mir wohler an Land. Weil im Wasser ist das Kämpfen nicht so gäbig. Der zaunen Ort am Wasser sind die Siechen gern, die huren Viecher. Wie ich sie hasse. Schau da, der kommt natürlich raus. Richtig mehr zu, ja, ja. Du bist wirklich aufmerksam. Ja. Das ist der Grossartige, hä? Nur rumspähen die ganze Zeit.
genug Energie sammeln. So, und voll sind wir wieder. So. Jetzt sollte ich noch dort rüber. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Dafür sind gerade die Nächsten wieder rum. Sandsturm ist auch noch. Brauche ich gegen da. Aber wir haben es schon gleich. Das ist halt, da lebt man halt auch viel, wenn man da im Zeug rumsäckelt. Davor leuchtet es schon wieder blau. Ja, das sind so hure Wächterviecher wieder so. Ja, und kreisen die langsam, hä? Und ab! Und ab! Rotes Licht bedeutet Ärger. So macht man das. Nicht gleich spinnen da. Wo muss ich durch? Irgendetwas ist mir dicht auf den Fersen. Oh, wieder so ein hoher Sandwurm. Speichert weiter geht's. Ein hoher Sandwurm ist das gewesen, wieder. Das sieht mich, das will mich angreifen. Luda, sie kommen, Luda! Ja, nicht spinnen da. Sie kommen ab von mir so. Achtung jetzt. Jetzt sind wir da, jetzt müssen wir schön langsam und vorsichtig machen. He? Gut, das sollte jetzt dieser dann wieder kommen, Tipps geben, wie was, wie wenn, wo. Sonnenfall. Ja, da ist der Sommerpalast des verrückten Königs Jiran. Ein Bollwerk der Kaja-Macht gegen den verbotenen Westen. Danke für die Geschichtsstunde. Aber Sie haben keine Ahnung, was sich darunter befindet. Wir werden hier viel erfahren können, Aloy. Genau das hoffe ich. Das kann ja doch nicht alles gespielt haben. Sind wir die gut gewidmet oder nicht? Können wir da mal eine Aufgabe holen, hä? Sie ist so blass. Ist sie krank? Ja. Sie ist stark. Aber das Fieber will nicht sinken. Es wird immer schlimmer. Ihr Name ist Shiana, meine Schwester. Kann ihr in Sonnenfall denn niemand helfen? Wir sind Geflüchtete. Wir kommen zuletzt. Und es gibt nur einen Heiler in diesem Gebiet. Er ist schwierig. Seine Seele ist im Schatten. Seine Seele ist im Schatten? Galif. So heißt er. Er ist sehr klug, aber er hat wenig Mitgefühl. Vielleicht hat die Wüste es ihm ausgebrannt. Vielleicht war er schon immer so. Wie auch immer. Er wird uns nicht helfen. Na, wir werden sehen. Wo kann ich ihn finden? Zuletzt hat er Soldaten in Wappenbrück verarztet. Noch ein Grenzkampf. Sie haben sicher noch nicht die ganze Geschichte von Utep gehört, oder? Ich passe schon auf dich auf. Das machen wir ja noch. Und jetzt gehen wir zuerst schauen. Jedes Mal, wenn ich jemanden längere Zeit nicht sehe, frage ich mich sofort, ob er in der Zwischenzeit... irgendwie. Der Jan ist gar nichts zu machen mit Tuchen gekommen.
Dann säckeln wir wieder zurück. Gefällt, Söldner anzuholen. Ja, tun wir mal noch speichern, da haben wir einen Punkt, wenn es nicht gut kommt, wo wir sind. So. Die Abtrünnigen haben einen Krieg vom Zaun gebrochen. Wann immer jemand Waffenruhe sagt, höre ich das Unvermeidliche hinauszögern. Je länger der Streit mit den Schattenkaja dauert, desto mehr werden die Preise steigen. Da sind wir noch nie gewesen. Gehen wir da mal gucken. Oho, hoho, Achtung. Dann mögt ihr mir. Der Sonnenring. Die stolze Tradition der Kaja. Raus aus meinem Fokus. Wenn dich die Eklipse erwischt, wirst du nicht mal lange genug überleben, um im Ring zu enden. Mich die Eklipse erwischt. Wel ist die Eklipse? Jetzt werden wir sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Was willst du damit sagen? Ich hab das Netzwerk doch... Sehr gut. Willkommen in der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Und eins... Was ist das für eine Störung? Sieh dich um. Ich weiß es. Fremde, wenn ihr etwas über die heutigen Kopfgelder erfahren wollt, kommt in den Thronsaal. Ihr werdet keine Scherben verdienen, wenn ihr hier draußen rumsteht. Dreckiger Söldner, abschauen. Ich nehme die Scherben, Bezahlung zu nehmen, wenn ich dafür mal was zu hören muss. Die Schattenkaja sollen einen der ihren suchen. Könnte sich auszahlen. Da mal schauen, ob wir da sind. Achtung, es geht weiter. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her, seht Itamen, den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen. Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthid. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, er Gefangener als König, nicht wahr? Was für tolle Haare. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das grüne Zelt, unten in Schattenseite. Ich warte dort. Jo. Keine Zeit. Wo ist die Zeit? Nein. Danke. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig. Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Also, der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Du musst den Sonnenring sehen. Den wahren Aber die Falken. Ha, sie wollen, dass wir ihn sehen. Er ist ziemlich beeindruckend. Die Balustrade. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Hey, woher muss ich? Ah, dort rüber. Es wäre kein tiefer Fall, ja, was natürlich wieder eins verkackt. Ich will da nicht durch. Wow, das war doch gewesen. Gut. Jetzt. Das
hat mir das jetzt gebracht. Stehe ich da am Bett hin, am Bett raus. So. Auf die andere Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. Da wieder ab. Da gar nicht durch müssen. Hey. Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So. Jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ich habe dir den Weg hineingezeigt, aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. Was heißt es das? Ist das jetzt das Final da hier? Oder was heißt es das? Jetzt bin ich gerade unsicher, wenn das das Final ist. Dann wären wir ja schon fertig und das klingt ganz nach Final da hier. Ja. Hey, tut mir leid, das Risiko ist mir das grosse, dass das das Finale ist. Und das wollte ich nicht, schon fertig sein. Ich wollte alles andere gar kommen, aber fertig wollte ich noch nicht sein. Nein, fertig wollte ich noch nicht sein. Wie komme ich da wieder raus? Wie Herrgott's Willen, wie komme ich da wieder raus? Das frage ich mich jetzt ganz, bin ich da ein bisschen im... Das ist einfach das Final da hier. Kein Gejammer, dass es nicht weitergeht und so, das klingt ganz nach Finalsettings. Und das tun wir noch nicht. Wir kommen da nicht mehr hoch da hier. Ich werde später wiederkommen. Ja. Diese Frau hat gesagt, ich soll sie bei einem grünen Zelt unten im Lager treffen. Vielleicht lohnt sich ein Besuch. Ja, gehen wir zum grünen Zelt im Lager. Ich muss wieder schauen, wo ich ins Lager runterkomme. Damit bin ich immerhin in Sicherheit. Ich glaube, da hier durch sind wir dann gekommen, hier zu suchen gekommen. Vielleicht stärkt die Waffenruhe die Mutter. So, gespeicherte Timer. Warum stehen bei uns so viele Soldaten in... Ja, da hier durch sind wir gekommen. Hier müssen wir runter.
dienlich. Das grünes Zelt. Jetzt ist natürlich auch feist, es ist ein schwieriges grünes Zelt zu finden im Lager unter. Was hält die Fremden? Da ist das grünes Zelt, ja. Das Essen ist von der Königswitwe Nasadi, Kinder. Ihre Hoheit hilft sehr gern, denn die Zeiten sind hart. Ich denke, das ist das Finale, ja. Das ist ganz sicher das Finale. Falls ihr eine habt. Das wäre schade, dass das Spiel schon fertig ist. Ich habe viel von dir gehört. Reitet Maschinen, toller Speer, hübsche Sommersprossen. Du sollst sogar ein Gewissen haben. Wie außergewöhnlich. Wer bist du? Du gehörst offensichtlich nicht zu den Schatten, Kaja. Mein Name ist Vanasha. Im Moment brauchst du nur zu wissen, dass ich ein Flüstern der Vernunft in diesem Loch des Wahnsinns bin. Ich kenne das Gefühl. Das glaube ich dir. Und Uthid ebenso. Er ist ein guter Mann, also wollen die Schatten-Kaja ihn töten. Ich habe nachgeforscht. Und glaube, er wollte zum Grünsteig. Die Söldner werden ihn bald gefunden haben. Er könnte Hilfe brauchen, wenn du magst. Hör auf, mir auszuweichen und sag mir, wer du bist. Ja, wisst, ich soll damit aufhören? Das ist, als ob ich mit dem Netzsein aufhören soll. Es ist unmöglich. Aber ich mag dich. Also verrate ich dir was. Ich habe Freunde in Meridian, denen ich ab und zu gerne einen Gefallen tue. Uthid könnte ihnen nützen, wenn er überlebt. Woher weißt du, dass Uthid unschuldig ist? Ich bin gut bei Ermittlungen. Er teilt sein Essen mit Waisenkindern und bestraft jeden persönlich, der Alten oder Kranken etwas tut. Der Gedanke, dass er versucht haben soll, Itamen zu töten, ist lächerlich. Er muss etwas entdeckt haben, das die Priesterschaft blamieren kann. Sonst würde Bahavas nicht wagen, den Tod eines solchen Mannes zu fordern. Warum sollte er im Grünsteig sein? Er weiß, dass er verfolgt wird. Also braucht er ein Versteck, das er sehr gut kennt und verteidigen kann. Er hat in diesen Bergen einst ganz allein eine Banditenbande abgewehrt. Ich glaube, dass er sich an bekanntes Terrain halten wird. Ich tue für Uthid, was ich kann. Und was ist mit dir? Wie mit mir, wann? Während ich mein Leben riskiere. Ich tue Gutes, kleine Jägerin. Such nach 3 toten Bäumen östlich von Sonnenfall. Dort beginnt der Grünsteig. Viel Glück. Also, Quest. Jetzt gehen wir auf die Karte und tue das hier auf einmal. Quest deaktivieren, ja. Dann tun wir. Das müssen wir ja machen. Ja, ist das so. Also, wissen wir, was wir zu tun haben. Sonnenfall geflohen. Aber warum sollte er all sein Werkzeug zurücklassen? Dann gehen wir los, he? Ja, das säckeln wir heute in die 762 Schritte. Und da können wir noch Zeug holen unterwegs. Ich bin natürlich runtergefallen, ja. Natürlich fein ein bisschen Energie geraubt. Jetzt können wir alles unterwegs einsammeln. Hey, das ist da wieder Zeug. Kommt wieder nie nachher, wenn ich nur sammle. So. Meine Damen und Herren, es geht weiter. Weiter des Wegs. Ich glaube, wir haben noch einen heftigen Kampf mit diesen Söldnern. Kommt die auch noch. Vielleicht kommen noch irgendwelche Viecher unterwegs. Das hält sich. Wir sind da ein bisschen viele tote Viecher rum. Schau da.
Ja, ein Füchseli. Da können wir jetzt leider nicht schauen auf Settings, wir müssen da weiter. Ich begebe mich ja zu diesen drei toten Bäumen in der Nacht. Und da ein bisschen ruhig. Bau ein bisschen zu ruhig, he? Büngeli. Füchsli, wenn man auf dem Weg bist. So, ich weiss, ich habe viele Bogen gibt's, auch mehr, aber ich habe fast nicht der Zeit. Wir müssen noch machen, dass noch etwas läuft hier. Das brauche ich vielleicht noch. So. Jetzt ist nicht so viel gelaufen, ausser dass ich... Was zum Herrgott, Stein ist denn das da? Ui, das ist wieder so ein blöder Hurenwurm. Säckle, Eloi! Heftige Kälte, da können wir auch nicht einfach nur so. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Ja, ja. Wir gehen gerade über, wenn wir können, hä? Hey, ist das das Gebiet? Da bin ich ja nie gewesen, in diesem Gebiet. Da. Das ist auch noch interessant. Da. Oder bin ich da? Drei tote Bäume. Wie Vanasha gesagt hat. Mal sehen, ob Uthet hier durchgekommen ist. Diese Spuren führen den Hügel hinauf. Da muss der Grünsteig sein. Dann gehen wir doch einfach heute schauen. Da. Das haben wir nicht nasse Füße bekommen, gell, ey Leute? Diesmal nicht. Die Fußspuren enden hier. Jetzt wird geklettert. Ja, also. Klettern können wir auch, hä? Ja, ja, nicht nasse Füße bekommen. Das wäre das Ziel, nicht nasse Füße bekommen. Aber jetzt es sieht manchmal halt anders aus bei mir. So, jetzt habe ich mit genug Anlauf gekommen. So, jetzt. Ich kann klettern. Als Kletterpassage sind auch sehr gut gemacht in diesem Spiel, finde ich. Das ist auch eine Augenweide, schön zum Anschauen und zum Spielen. So. Oh,
Okay, geschafft. Wohin bist du gegangen, Uthet? Woher bist du gegangen, hä? Essensreste. Ich wette, Uthet hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm jemand folgt. Essensreste. Ich wette, Uthet hat Halt gemacht, um zu sehen, ob ihm jemand folgt. Sehen wir da noch aus. Irgendetwas sollte man da noch sehen, aber ich sehe es natürlich wieder nicht. So wie immer. Er muss weitergegangen sein. Ich muss ihn einholen. Ja, jetzt habe ich es kapiert. So, gehen wir weiter. Da noch ein bisschen Energie wieder auffüllen. Eine tote Maschine. Uthet hat gejagt. Alles Nützliche wurde entfernt. Uthet hat Teile gesammelt. Vermutlich für Munition. Oh, Blitzer habe ich da. Auf der Suche nach Essbar. Weißt du, die haben das gar nicht gern, so viel wie ich weiß. Hoi, ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Da bin ich wohl greifen. Nicht ganz spinnen, hä? Wohin ist er von hier aus gegangen? So, schon fertig. Schon fertig, ist jetzt tief gegangen. Und wo ist der dritte? Ist der dritte ab? Ah nein, der eine. Ah nein, wo ist der dritte? Weiter. Uthet hat einen Verwüster erlegt. Keine einfache Beute, aber die Teile sind es wert. Tote Wächter. Noch mehr Teile für Uthets Vorrat. Ah.
Hey, hey, wo ist der durch? Und der Reib ist vielleicht schon stark am Zeug genommen. Jetzt sehen wir da mal schauen, wo wir sind. Ah, der hat gereicht, der hat wohl. Der nächste ist ein Treffer. Uthed? So, Junge und Kopfgeldjäger? Oder ich bin alt geworden? Ich bin nicht hier wegen des Kopfgeldes, Uthed. Ich glaube, du bist unschuldig. Unschuldig? Na sowas. Wenn das ein Trick ist, ist ein guter. Das war's mir dann wert. So, zuerst die Minute alles plündern, was wir da haben. He? So viel zum Thema leichtes Gepäck. Jetzt kommen wir zu dir, so. Keine Tricks, nur reden. Na gut, rede. Ich will wissen, was im Sonnenfall passiert ist. Die ganze Wahrheit. Na gut, wochenlang sind in der Zeltstadt täglich Leute gestorben. Immer friedlich im Schlaf. Die Alten, die Kranken, manchmal die Jungen, die, die nicht mehr kämpfen konnten. Es war wie eine Auslese. Wer sollte sowas tun? Man dachte an einen Fluch, einen bösen Geist. Aber es war nur ein Mann mit lautlosem Gift. Schließlich konnten wir ihn erwischen. Wir brachten ihn zu Bahavas, er sollte richten. Der Hohepriester Bahavas? Er hat das Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Ja, er dankte mir für meinen Eifer und ließ den Schurken wieder laufen. Weißt du, er hatte die Morde befohlen. Dann waren wir dran. Ich hätte meinen Männern in den Tod folgen sollen. 20 Jahre für die Sonne. Wofür? Bosheit und Mord. Von wegen Ehre. Opfer. Wahre Opfer. Die Priester und Herrscher gar nicht kennen. Alles nur ein Witz. Was Ehre angeht, wirken die Sonnenkaja glaubwürdig. Ein bisschen arrogant vielleicht, aber glaubwürdig. Diese Kaja beraubten dein Land. Jedes Land, das wir erreichten. Es war Sonnenwille. Ich tat, was man mir sagte. Andere Schlimmeres. Aber als ihr Hauptmann... Uthed, das ist jetzt egal. Ich kann dich nicht freisprechen. Aber die Kaja verändern sich, das kannst du auch. Vielleicht. Awad begreift nicht, was die Sonne von ihren Soldaten verlangt. Vielleicht versteht er es zu gut. Du klingst wie der tadellose Marat. Ich glaube, du bist ein guter Mann. Aber was hat dich zu den Schatten-Kaja geführt? Warum warst du da? Wegen Itamen natürlich. Er war der wahre Sonnenkönig. Itamen ist noch ein Kind. Ein unverdorbenes Gefäß. Ich dachte, er wäre rein. Doch sie benutzten ihn und unseren Glauben. Ich weiß das jetzt. Kein Schatten in der Mittagssonne. Bahavas musste mich gar nicht schlecht machen. Ich tat es selbst, indem ich diesem Thron diente. Ich habe jemanden getroffen, der dir helfen will. Eine Frau namens Vanasha. Aber zuerst müssen wir hier weg. Was bist du? Siehst aus wie ein Jäger. Fühlst aber wie ein Soldat, der schon. Söldner. Ob sie mich auch alle für unschuldig halten? Du hättest nicht herkommen sollen, Kaja. Die Möcke. Die Berge gehören uns. Kikuks Killer. Wenn wir mit dir fertig sind, ist nichts von dir übrig. Du hast deine Spuren nicht gut verwischt. Als würdest du mit großem Knall abtreten wollen. Dir entgeht nicht viel. Hierher! Wo sieht er? So. Ja! Man trifft nicht immer alles. Hey, hey, warum breche ich da nicht? Fortsetzen, es ist noch ein anderer Trupp unterwegs. Stell
Das ist so okay, das. So, jetzt seid ihr da. So, jetzt. Jetzt liegt es an euch, Männer. Sammeln! Wir können sie noch erledigen. Ich gebe ihm ein wenig entgegen, hä? Ich muss da von Hang gehen, wenn ich da hochkomme. Aus der Deckung und zack! Aus der Deckung und. Ja, ja. Ich muss immer voll aufziehen, sonst spreche ich nicht. Ja, ja. Oh, jetzt kommt da wieder einer. Ich muss einen anderen Pfeil nehmen, der geht mir zu langsam. Komm vorne. Oh, Sonne, leucht auf uns herab. Das waren nicht die letzten. Komm mit, ich habe oben noch Vorräte. Bevor ich mitkomme. Wie da. Das brauche ich später. Zusammengeräumt. Voran kann ich gar nie nachher. He? Gibt zwar nur Metallscherben, aber es gibt etwas. Ja, so, jetzt gehen wir weiter. Nicht ganz so verlaufen, wie ich wollte, eigentlich mein Kampf. Gut. Und hab. Ah, guter Gegner. Steck schnell ein, was du kannst. So schnell ist es gegangen. Jetzt die nächste Truppe, das ist jetzt andere. Eine robuste Verteidigung macht am meisten Spaß. Na dann, Meister. Wir haben den Priester hergebracht, dann sollten wir ihm auch was zeigen. Der hure Priester, der muss dran glauben. Die Kapuze kenne ich. Wir sind noch nicht fertig, Bahavas und ich. Gut, die Decke gefangen. Das hier wird schwierig. Du hast dich der falschen Sache verschrieben. Nee. Ich hatte nicht vor, hier zu sterben, Uthet. Ich schon. Aber inzwischen nicht mehr so sehr. Aber meine Meisterfaust jetzt erst an. Oh, great. Los, Jungs. Oh, jetzt habe ich den Falsch angegriffen. Sorry. Raus aus der Schuss! Jetzt habe ich wieder falsch gebracht. Ich werde dich nicht kaufen.
überreiche immer den Falsch. Pass auf, Nora! Oh, da kommt wieder rein, oder? Stecken fein klein da. So, komm ab, komm ab, komm. Und dann bleibt er oben, ja. Eins von beiden. So. Das war der letzte Meister. Bahavas dachte, er hätte genug Leute mitgebracht. Jetzt kann es Gerechtigkeit geben. Begleitest du mich? Selbstverständlich, wenn ich da zusammengeräumt habe. Das gibt Scherbeli, das gibt Geld, was ich da zusammenräume. Ja, das ist alles, alles gleich. So, noch die zwei und dann gehen wir weiter. Ah, oh, da konnte ich nicht mehr nehmen, es geht weiter. Ah, der Priester, der ist wirklich... Okay. Das wird nicht leicht. Bahavas hat immer noch seine Leibwache. Alles zusammenräumen, was man kann. Hier draußen wird es nicht wärmer. Heilig sowieso, das kann man immer brauchen. Darüber, dann haben wir ihn. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Was ist echt das da hier? Ich will das da, so, das da. Du, woher, wo bist du jetzt? Ah, da hier oben. Ja, ich musste selbst herkommen, um dein Leid zu beenden, Uthid. Und meins. Die Fremden führten uns her, und da sie jetzt tot sind, zu einem sehr günstigen Preis. Doch genug geplaudert. Es ist Zeit für die Klingen. Löscht für sie das Licht der Sonne. Die sehen entschlossen aus, aber wir sehen noch entschlossener aus. Schau da. Lasst es wehtun, wenn der Schatten auf sie fällt. Oh, die haben einen Gegner da. Tötet den Verräter! Tötet die Nora! Oh, 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 oh. Oh, 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 da muss ich andere Taktik anwenden. Da. Die Sonne sinkt über deinem kläglichen Leben, Uthid. Ich muss da so helfen.
lasst es wehtun, wenn der Schatten aussieht. Zu seinem Sitz. Haben wir da Verdächtnisschutz? So. Voilà. Und wo geht's weiter? Wo geht's weiter? Da hinten sind sie. Ich werde da noch ein bisschen zusammenräumen. Na schön. So, noch ein bisschen Heilung auffüllen. Ich komme da mit einer verdammten Waffe. Ich muss jetzt zwar auch ablegen, weil wir klettern. Ja, ja, also wir müssen ablegen. Schade. Das wäre jetzt gäbe ich gegen diesen. Die haben mir jetzt ein bisschen zugesetzt. Es hat gar nicht viel gebraucht, zwei, drei Schläge und ich bin gar nicht mehr gut weg gewesen. Was auch immer ihr dir angeboten hat, ich verdopple es. Nein. Sogar mehr als das. Nein. Ich bin es leid, Bahavas. Die Lügen, die Gewalt und deine muffigen Öle. Kannst du dich nicht selbst umbringen? Ich musste. Ich musste. Die Schwachen stutzen, damit die Starken gedeihen. Das erklärt nichts. Aber möge die Sonne deine Knochen trocknen. Richtig. Das einzige Richtige. Ein sättiger Herrscher, sättiger Leute. Richtig gemacht. Das war ein ganz schönes Feuerwerk. Hast dir Zeit gelassen? Ich hatte zu tun. Was glaubst du, was mit Jans Gemiedenen passiert ist, dem anderen Söldnertrupp? Und ich musste einen Gesuchten nach Meridian bringen lassen. Entschuldige uns, Uthid. Frauengespräch. Was für ein Tag für dich. Erstaunlich, dass Bahavas in seine eigene Falle getappt ist. Sein Tod eröffnet wunderbare Möglichkeiten. Weißt du noch Itamen und Nasadi? Die Königsfamilie, die in Sonnenfall festgehalten wird. Das stimmt etwas nicht. Bahavas ist weg. Sie werden also nicht mehr bewacht. Nee, das ist ein Schleier. Ich meinte, sie wird pixelt. Und bräuchte deine Hilfe. Den König der Schattenkaja zu entführen, wird nicht einfach. Ich entführe ihn nicht. Sie wollen nach Meridian. In Sicherheit. Woher weißt du das? Ich war kurzzeitig Nasadis Dienerin. Sie hat Angst. Um sich selbst, natürlich, aber noch mehr um Itamen. Was wird jetzt mit Uthid passieren? Keine Sorge. Dank dir kann er neu anfangen. Und ich werde ihm dabei helfen. Er kann nach Meridian gehen als militärischer Berater. Hoffentlich kann er Awad dabei helfen, den Aufstand der Schattenkaja mit möglichst wenig Blutvergießen zu beenden. Warum interessiert dich ihr Schicksal? Itamen ist für die Schattenkaja sehr wichtig. Wird er abtrünnig, verlieren sie die letzte Legitimation. Außerdem ist er nur ein Kind, das an seiner Mami hängt. Er hat mir mal aus Streichhölzern einen Graser gebastelt. Nicht gerade schön, aber trotzdem. Für mich hat vorher noch nie jemand was gebastelt. Was wird in Sonnenfall passieren nach Bahavas Tod? Oh, es wird großartig. Die Priester drehen durch. Sie werden mit internen Machtkämpfen, Hinterlist und Verrat beschäftigt sein. Das Beste, sie werden abgelenkt sein. Bahavas, dein Leben brachte Leid, doch dein Tod ist wie eine Blume, die prächtig blüht. Was brauchst du, um Nasadi und Itamen aus Sonnenfall wegzubringen? Ohne Bahavas ist Sonnenfall kein Problem. Ich mach das schon. Problematisch wird der Grenzübertritt ins Sonnenreich. Suche meinen Freund 3C Huadif an der Brandküste auf. Seine Leute werden mir den Weg freimachen. Alles, was du tun musst, ist auf mich warten. Wenn dieser Huadif schon alles erledigt hat, wozu brauchst du mich? Für Notfälle, kleine Jägerin. Geht irgendetwas schief, brauche ich einen verlässlichen Partner. Dich. Ich werde mein Bestes tun.
Also geht's weiter. Sagte, du hilfst. Gehen wir nach Meridian? Nur wenn du das möchtest, mein Lieber. Welche Wahl habe ich? Gar keine. Ich wollte nur höflich sein. Warum glaubst du, dass Avad mich aufnimmt, obwohl ich seinen Feinden diente? Er ist nicht. Wo komme ich da die Zellrutsche ab? Du kannst lächeln, oder? Nein, das ist eine Grimasse. Ja. Nicht gute Idee. Bad, bad Idee. Nervös beim Gedanken an Meridian? Jetzt lädt es gerade wieder ab. Aber ich denke, im nächsten Feuer speichern und den Part beenden und machen das nächste Mal weiter. Und ich denke, es war ein sehr guter Entscheid. Wo sind wir jetzt? Sind wir schon dunkel? Ich denke, es war ein ganz guter Entscheid. Haben wir das hier nicht weitergemacht? Nein, 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 ich will doch nicht runter! Oh. Jetzt bin ich wieder im Seich da. Oh, kommt gut. Gehen wir da durch, ja. Ich denke, es war gut, Jake, weil ich denke... Ich denke ein bisschen viel. Das wäre nicht gut gekommen, die hätten wir dann beenden können. Hoffentlich gehe ich nicht zu tot, hoffentlich gehe ich nicht zu tot. So. Und auch hierfür ist auch nicht gerade der konventionelle Weg, aber es ist auch ein Weg, über das Gefrorene. Ich habe Angst, sie ein bisschen hoch. Sollte dort oben durch. Sollte. Jetzt nehmen wir jetzt schnell durch, dann fährt es an die Augen. Wunderschön. So, wir segeln zum nächsten Feuer, wenn wir es sehen, irgendwo. Wir speichern, aber unterwegs wird noch gesammelt. Und da kann ich eigentlich nicht durch, da hier. Mal, sie klettert, sie geht durch, schau. So, wir sind oben. Ich weiß nicht, wie es weitergeht hier. Dann gehen wir auf da. Ah, da! Da habe ich jetzt geschaut. Da bin ich auch noch nie durch. Back hinein. Baum. Ah, ja. 607 Schritte. Ah, tun wir da abseilen. He. So, wir wollen säckeln weiter. So, ein Feuer muss kommen. Wenn ein Feuer kommt, wird gespeichert. Oh. So. Hör doch auf! Hör doch auf! Ist nicht so witzig, hä? Das ist auch so grob, ich kann einbauen da. Aber ich muss da weiter. So, da vorne irgendwo ist ein Feuer. Und zwar da hinten sollte ein Feuer sein. Dann gehen wir speichern und dann wird der Part für heute beendet. Wo ist das Feuer? Ah, da unten. So, in dem Fall. Der Sturm zieht weiter. Ich laufe bestimmt nicht hinterher. Und tschüss.
bis zum nächsten Mal. Nimmt uns Hunger, dass es weitergeht. Und jetzt wissen wir, wenn wir die Hauptquest durchgehen, dann ist das Spiel zu Ende. Ich gehe in die Deckung, wenn ich schnurre. Das wollen wir ja wirklich noch nicht. He? In diesem Fall und tschüss.